Fröhliches Fummeln, ihr Lieben. Wir häkeln heute dieses super einfache Stirnband, was absolut anfängertauglich ist. Es ist total einfach und ich zeige euch Schritt für Schritt, wie es geht. Ihr braucht dafür einfach nur ein Garn, was ihr mit einer 4 mm starken Häkelnadel verarbeiten könnt. Ich habe hier die Wool for Future von Schachenmeier, aber ihr könnt auch ein anderes Garn verwenden. Dann brauchen wir eben die besagte Häkelnadel dafür, eine Vernähnadel, eine Schere und das war's auch schon. Dann geht's los. Für das Stirnband häkeln wir jetzt erstmal 16 Luftmaschen. Und jetzt geht's los. Wenn ihr jetzt schon merkt, dass euch das viel zu schmal oder viel zu breit ist, dann müsstet ihr die Luftmaschenkette anpassen. Dann könnt ihr es auch mit einem ganz anderen Garn häkeln. Wichtig ist, dass das ungefähr so 9 bis 11 cm breit werden sollte. Je nachdem, wie es euch gefällt, ob ihr es sehr breit haben wollt oder lieber ein bisschen schmaler. Das kommt halt einfach drauf an, wie ihr es gern hättet. Jetzt drehen wir die Luftmaschenkette so ein bisschen um. Ich häkle immer ganz gern in diese kleinen Nupsis hier auf der Rückseite, diese kleinen hier. Ihr könnt aber natürlich auch das so machen, wie ihr das immer macht. Wenn ihr jetzt in diese kleinen Nupsis häkelt, wird es nachher mit dem Zusammennähen ein bisschen einfacher. Aber macht das einfach so, wie es für euch gut geht, wie ihr es gut könnt. Wir starten jetzt und häkeln 15 halbe Stäbchen entlang der Luftmaschenkette. Dabei überspringen wir die erste Luftmasche hier. Da häkeln wir nichts rein. Wir starten jetzt hier in dieser Luftmasche und ich häkle hier in mein Nupsi auf der Rückseite der Luftmaschenkette rein. Da gehe ich jetzt, nachdem ich den Umschlag gemacht habe, rein und hole mir den Faden durch und hole mir den Faden nochmal durch die drei Schlaufen auf der Nadel. Das war jetzt mein erstes halbes Stäbchen. So mache ich das jetzt entlang der Luftmaschenkette, bis ich am Ende 15 halbe Stäbchen gehäkelt habe. Jetzt bin ich am Ende meiner Luftmaschenkette angekommen und mache noch eine Luftmasche zum Wenden. Drehe das Ganze um und jetzt häkle ich zurück. Das ist jetzt die zweite Reihe. Jetzt häkle ich wieder entlang der Reihe 15 halbe Stäbchen, also in jede Masche ein halbes Stäbchen. Dabei müsst ihr einfach nur ein bisschen mitzählen und darauf achten, dass ihr wirklich 15 halbe Stäbchen macht. Dann ist es auf jeden Fall immer richtig. Es sollten immer 15 halbe Stäbchen bleiben, dann ist es richtig. Ich zeige euch jetzt aber mal, wo ihr einstechen müsst, damit ihr das wisst. Ihr stecht jetzt das für die erste Masche hier ein. Da kommt jetzt euer erstes halbes Stäbchen rein. Und dann hier das zweite und hier das dritte und so weiter bis zum Ende der Reihe. Ich zeige euch das jetzt hier am Ende auch nochmal, wie das aussieht. Hier ist das nämlich ein bisschen schlecht zu erkennen. Wenn das jetzt hier so aussieht noch, wie hier bei mir, dann fehlt auf jeden Fall noch ein halbes Stäbchen. Zählt da am Anfang ruhig mal ein paar Mal mit, dann wisst ihr genau, ob das jetzt schon stimmt oder nicht. Hier hinten sehen wir jetzt noch, dass hier jetzt noch so eine Masche zu erkennen ist. Und da müssen wir jetzt noch unser letztes halbes Stäbchen noch einmal reinhäkeln. Und dann waren das auch die 15 und wir sind am Ende der Reihe angekommen. Jetzt kommt wieder eine Luftmasche. Das Ganze wird wieder gewendet und jetzt geht es immer so weiter hin und zurück. Wieder eine Reihe halbe Stäbchen und das macht ihr so lange, bis ihr die gewünschte Länge erreicht habt. Und dann geht's hier weiter. Das Stirnband ist jetzt so lang, dass es gut um meinen Kopf drum passt. Wenn ich das jetzt hier einmal so um meinen Kopf drum lege, dann seht ihr, dass wenn ich das hier so ein bisschen ziehe, dann passt das auf jeden Fall drum. So sollte das sein. Es sollte nicht zu locker sein, weil sich das ja nachher noch ein bisschen dehnt, aber ihr näht das ja hier in der Mitte noch so ein bisschen zusammen. Also es sollte gut drum passen, aber halt auch nicht zu doll ziehen. Ich denke mal, ihr habt gesehen, was ich meine. Wenn ihr das für jemand anders häkelt, braucht ihr natürlich den Kopfumfang. Dann häkelt ihr es am besten genau so weit, wie der Kopfumfang ist, mit so ein ganz bisschen leichtem Zug drauf, dass ihr so ein ganz bisschen leicht zieht und dann passt das auf jeden Fall. Da das nachher auf der Hin- und auf der Rückseite exakt gleich aussieht, ist es jetzt auch egal, ob ihr mit einer Hin- oder mit einer Rückreihe aufhört. Schneidet euch den Faden nach einer gewissen Länge ab, am besten so, ja, so 30, 40 cm würde ich auf jeden Fall lassen, damit ihr genug Platz habt, um das dann ordentlich zusammenzunähen. Dann zieht ihr hier die letzte Masche einfach ganz lang durch, so dass der Faden da einmal rausflutscht. Und jetzt nehmen wir uns den Faden auf eine dicke Vernähnadel, die möglichst so dick wie möglich ist. Und dann können wir anfangen, das Ganze zusammenzunähen.
Dafür gibt es jetzt einen kleinen Trick. Das habe nicht ich mir ausgedacht, das habe ich selber in anderen Anleitungen schon häufig gesehen. Und zwar legt ihr das hier einmal so zusammen. Und auf der anderen Seite macht ihr das Gleiche und legt das genauso zusammen. Also nochmal, das Stirnband wird so einfach gerade in die Mitte zusammengeklappt. Jetzt wird das hier einmal so gefaltet und die andere Seite wird gefaltet. Und jetzt verheiraten wir das Ganze. Das heißt, hier stecken wir das so zusammen und hier klappen wir das dann noch einmal so drüber. So muss das aussehen. Genau so, dann habt ihr alles richtig gemacht. Also hier haben wir jetzt die eine Seite vom Stirnband und hier die andere Seite. Und jetzt nehmen wir uns unseren Faden, gucken, wo ist hier die letzte Masche. Hier ist der Anfang, das Ende ist jetzt hier in der Mitte. Dann stecke ich mir das einmal hier vorne durch diese Masche. Zu langer Faden ist natürlich auch immer nicht so toll. Meine Oma hätte jetzt gesagt, langes Fädchen, faules Mädchen. Naja, man kann den ja noch kürzen, wenn es beim Nähen dann nervt. So, und jetzt nähen wir einfach immer hin und zurück. Einfach immer hin und zurück nähen. Achtet darauf, dass ihr es, wenn ihr es hier das erste Mal zusammenlegt, dass das dann einigermaßen passt und ordentlich ist. Und dann geht's los und ihr näht es einfach immer hin und zurück. Dafür hier einfach immer durch die Maschen durchstechen. Wenn ihr das am Anfang so gemacht habt, wie ich das gemacht habe, dann seht ihr die Maschen da auch schön und dann könnt ihr da wunderbar durchstechen. Und das macht ihr jetzt einfach immer hin und zurück, bis ihr auf der anderen Seite angekommen seid. So, ich bin jetzt hier hinten am Ende angekommen und damit das nachher wirklich richtig gut hält, nähe ich jetzt einfach nochmal zurück in die andere Richtung. Also einfach nochmal hier hin und zurück, nochmal in die andere Richtung, damit das nachher auf jeden Fall hält. Zieht das nicht zu fest an, wenn ihr das hier zusammennäht. Das ist überhaupt nicht nötig. Jetzt die Fäden vernähen, das Ganze umdrehen und zack, fertig ist mein Stirnband mit Twist. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr findet das Stirnband cool. Ihr könnt das natürlich auch mit anderen Mustern häkeln. Schaut einfach mal in meine Playlist mit den Häkelmustern, die ich bis jetzt schon gemacht habe. Dann könnt ihr da mal nachschauen und ihr könnt das ganz einfach auch mit einem anderen Muster häkeln. Einfach dieselbe Maschenzahl anschlagen, mit derselben Maschenzahl starten und dann einfach irgendein anderes Muster, was ihr in Reihen häkeln könnt, häkeln. Und dann sieht das nochmal ein bisschen anders aus. Wichtig ist, dass ihr es am Ende eben so zusammennäht und so zusammenlegt, wie ich es euch gezeigt habe. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann!